plus beau. Allez, allez, allez. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich habe hier ein paar Leute aufgegabelt. Wie habe ich gerade gelernt? Den Sandpot. Genau. Und seinen Kollegen. Und wir fahren jetzt mal eine kleine Runde. Eine ganz, ganz spontane Nummer. Ich saß eben auf der Couch und dann kam auf einmal, wir fahren gleich in zur Soppe. Ich denke, okay, dann komme ich auch dahin. Ja, weil ich ja letztes Mal Ärger bekommen habe, weil ich nichts gesagt habe. Genau, ich glaube, ich muss dich ein bisschen leiser machen. Sag nochmal was. Hallo, 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 hallo. Warum wirst du nicht leiser? Sag nochmal was. Hallo, hallo. Ah. Ah. So geht's, glaube ich. So, mal nochmal kurze Begrüßung. Glück auf und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe hier einen der Crazy Dudes aufgegabelt. Wir haben uns spontan getroffen. Hab schon einen Einlauf bekommen, weil ich beim letzten Mal nichts gesagt habe. Und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt machst du es richtig. Melde dich mal. Und jetzt ist es soweit. Genau, so ist es. Und da ist er. Da ist er, hat der Kai von der Crazy Dudes. Jetzt. Sabrina ist bei der Malore. Genau. Einer muss ja Land und Katzen halten, ne? Ja. Und ich bin wieder am Sorpesee. Und das alleine, obwohl ich nicht alleine zu Hause weg darf. Es wird ganz schön dunkel, Männer. Oh ja. Das war gleich einen nassen Puppes kriegen. Und wenn, dann ist es so. Ja. Eieiei. Wisst ihr? Deswegen auch Textil und kein Leder. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Was denn? Die Heckkamera. Ja, toll. Ja, ich mache die jetzt gleich an. Wir können die hier vorne gleich mal anhalten. Dann sieht man halt mal live im Video, wie man so eine Heckkamera startet. Ja! Ich halte voll drauf. Ich halte voll drauf. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Ihr hattet schon so ein Erlebnis heute, ne? Ja. 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 Passfoto. Ein doppeltes. Einmal genutzt worden heute. Ja. Bitte viel, das wissen wir nicht. Das muss ich dann mal zu Hause bei den Aufnahmen mal nachschauen. Im Sauerland haben sie nämlich Maschinengewehr als Blitze. Die waren kurz hintereinander und dann zweimal schön. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass da 70 ist oder ihr nicht schneller wie 70 wart in der 50er-Zone. Ja, zumindest müssen wir so schnell gewesen sein, dass es auslöst. Ne? Das ist der kleine Biker-Treff, den ich eben erwähnt hatte. Oh jo. Ach, wie süß. Marco, jetzt hast du dich. Guck mal, jetzt halten sie richtig schön Abstand. Wenn es bei mir blitzt, können sie noch bremsen. Das haben wir mal geschickt eingeschädelt. Ja. Ein Foto am Kühlschrank reicht. Ja. Ja. So, hier halte ich jetzt mal kurz an. Dann mache ich mal für kurz... die Heckkamera. Genau, mache ich mal kurz die Heckkamera an. Dann könnt ihr die Spezies nämlich auch mal sehen, wenn die hinter mir herfahren. Schön stehen bleiben. Kommen wir dann ins Fernsehen? Dann kommt er ins Fernsehen. Hey. Läuft. So. Applaus, Applaus. Im weiteren Video ist sie dabei. Kommt von hinten was? Nein. Okay. Jetzt haben wir es. Bitte? Ich sage, jetzt haben wir es.
Wer hat denn da so schönes weißes Licht? Also du bist noch nicht tot, du fährst nicht ins Licht. Einer von euch hat gelbes Licht und einer hat weißes. Wer ist was? Ja, der Sonnenkurs hat das weiße Licht. Aha. Genau. Hier kannst du in beide Augen schauen. Wollen wir hoffen, dass das in der Heckkamera bei der Dämmerung hier nicht so blendet. Ja, ansonsten wäre ich eine blendende Erscheinung. Ja, ausmachen ist ja heutzutage nicht mehr, ne? Die Zeiten sind vorbei. Großartig. Das Schöne hier bei euch ist ja, dass ihr super Videos aufnehmen könnt, weil ich vermeide es immer, Nummernschilder drauf zu haben, also jetzt von Autos. Ja. Und hier kannst du ja echt gechillt durch die Gegend fahren, ohne groß Autos vor dir zu haben, mehr oder weniger. Ja, luftiger ist als in der Stadt jetzt. Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister, ob man das darf oder nicht darf oder so. Ich glaube, man darf die Autos irgendwie nicht thematisieren oder darüber reden oder lästern oder was auch immer. Genau. Aber ansonsten kann man die ruhig, also muss man die nicht zensieren. Ja, ich vermeide es gern. Naja. Ja, ist bei euch in der Stadt ein bisschen schwierig, ne? Ja, also es geht. Ich mache am meisten die Videos außerhalb, also jetzt nicht direkt in der Stadt. Ja. Und ja, wenn, dann gucke ich, dass ich auf eine gewisse Distanz kein Nummernschild lesen kann. Okay. Aber ganz klar ist es nicht, ob man es darf oder nicht. Ja. Hatte ja mal eine Situation mit einer Bekannten, die hat mir auch mal einen Vortrag gehalten, wenn man sie in einem Video mit dem Nummernschild sehen würde, würde die Person anzeigen und bla und blub überhaupt und ein bisschen überzogen, aber naja, dachte ich mir, gut, wenn du so Menschen wirklich mal auf der Kamera hast, ja. Ich glaube, das könnte eventuell Ärger geben. Ja, schon traurig, dass deutsche Gerichte sich mit so einem Lappalien rumärgern müssen. Das wird dann wahrscheinlich eh wieder eingesperrt. Eingestellt, wegen, ja. Keine Ahnung. Kein öffentliches Interesse oder irgendwie sowas. Aber man kann immer viel machen, ne? Ob es Sinn und Verstand hat, ist dann erstmal wieder dahingestellt. Ja. Aber, ja. Ja, deswegen habe ich erstmal eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Ja, das wollte ich auch noch machen. Das habe ich auch abgeschlossen, habe ich schon nicht verkehrt. Ja. Wenn ihr dann gleich, wenn wir da gleich bei den Kurven sind und ihr wollt vernünftige Aufnahmen von euch, müsst ihr aber ziemlich nah rankommen, weil das kennst das ja mit der GoPro und dem Weitwinkel und so Scherze, ne? Aber ich bin ja schüchtern. Ja, dann keine guten Aufnahmen. Obwohl ich die Heckkamera schon nicht auf Superview oder sowas mache. Ich glaube, ich habe die sogar auf linear, damit man nicht immer so nah rankommen muss. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen. Ich habe jetzt auf Weitwinkel, weil man da recht viel sieht, was ich schon cool finde. Ja, nach vorne raus ist ja okay, aber hey, Kamera will man ja nur sehen, was so gerade hinter einem ist und nicht noch die ganze Felge und alles. Ja, das stimmt. Dann fahre ich eigentlich zu langsam hier, 70. Jetzt werden wir den Soundpod erstmal alte Erinnerungen wachrufen. Wenn er auf seinem Kanal mal zurückspult, ist der ersten Videos, da habt ihr einen so ein Horrorvideo mit so einer roten Straße, das ist bei uns in Hellefeld, wo gerade frisch gesplittet worden ist mit rotem Kies und so und das auch noch bei Regen, da ist er ein bisschen am Schwitzen. Ja, vor allem, wenn man Sicherheit erlangen wollte und Unsicherheit bekommen hat. Genau, wie heißt das Video? Teufelsaustreibung. Genau.
steckt ja noch in den Anfängen. Ich glaube, die Videoqualität ist noch nicht so gut. Nee, das war wirklich noch zu Beginn. Aber so als Motorradfahrer, wo ich mir das angeguckt habe, da leidet man richtig mit. Vielen Dank. Sabrina das gesehen hat, die hat davor gesagt, Alter, ich würde stehen bleiben und heulen. Ja, das war schon eine Erfahrung. Ja. Hier auf dem Parkplatz steht eigentlich immer unser Eiswagen, wo wir immer hingehen. Das wollte ich gerade sagen, das kommt mir so bekannt vor. Ja. Da wurde mal Eis geschlabbert wird. Genau. Hier ist eine Eisprinzessin? Ja, bei uns muss sie jetzt Eiskönigin heißen. Oder so, ja. Irgendwas mit Adel. Ja, eigentlich haben wir immer Eisprinzessin gesagt, aber irgendwie ist hier im Sauerland so ein bisschen Kindergarten ausgebrochen. Aber egal. Guck mal, dieser Teil des Sees, das ist noch relativ voll. Ja. Aber schön hier. Ja. Ja, siehst du mal einen Riesenblinker? Ey, hör mal, ich werd geblendet, du. Ja, hell ist der, ne? Ich denke gerade, ich werde im Sekundentakt geblitzt. Ja. Ich das gewusst, dass ihr so ein Erlebnis habt, hätte ich die auch noch rot gemacht. Aber die Versprecher darfst du bitte rausschneiden. Ne? Bist du wahnsinnig? Das macht sympathisch. Die richtigen Fahrspieler, die muss ich jetzt nicht haben. Ja, mal gucken, ob ich sie alle erwische. Ja, das ist so der Nachteil. Wenn ich vorfahre und habe welche hinter mir, wo ich mal ab und zu gucken muss, ob sie noch da sind und so. Also diese Spiegel nach unten geklappt, die sind für Video doof. Ja. Weil ich jedes Mal so nach unten gucken muss. Aber noch alle da. Aber naja. Also bei den Videos, ich mache ja Videos eigentlich vom Grundprinzip auf, weil ich eben mal Stadt habe zwischendurch und ich halt bei den Autoglocken die Atmung, Geschwindigkeit ein bisschen kontrollieren muss. Ja. Also damit es so ist, ist ein bisschen Therapie für mich. Ja. Aber so die extrem Verhaspler, die mag ich wiederum nicht. Also da wiederhole ich meistens nochmal das, was ich sagen wollte, nur halt rausschneiden zu können. Ja, da muss man so ein bisschen gucken, die Mitte finden. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit da rumschneidest, dann ist natürlich das Bild hinterher kacke und das ganze Video so zerhackelt. Aber so oft wie ich irgendeinen Käse rede oder mich verhampel, das ist auch immer alles so spannend irgendwie, ne? Wobei ein Video, wo wir mit drinnen sind, darf auch mal lange sein. Ach so! Du scheiß Egoist. Das sollen sich ja viele Leute angucken. Wenn dann alle so wie du sind, so abgeschreckt von 40-Minuten-Videos, dann sehen euch nicht so viele. Also hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Schaffen wir, oder? Ich sag mal, wenn der Content stimmt, gucke ich mir auch 40 Minuten an. Ja. Oder? Ja, das stimmt. Ja. Wenn man 40 Minuten durchweg was Interessantes erzählen kann und so weiter, dann bin ich auch dabei. Aber meist bin ich raus, wenn irgendwelche Musik kommt. Ja, wenn er dann wirklich, weil kein Content mehr da ist. Weil deswegen macht man ja Motorvlogs meiner Meinung nach, um das Motorradfeeling rüberzubringen. Und ich finde irgendwie bei Musik, es gehören für mich sogar Windgeräusche dabei, weil das ist halt Motorradfahren. Ich glaube, da hat gerade jemand gesagt,
ich, die schneiden da raus. Ja, wenn man so über 100 fährt und die ganze Zeit geradeaus ist, ist es nicht so interessant. Deswegen will ich das mehr oder weniger rausschneiden. Das, aber das ist richtig, das ist richtig. Ja. Da gebe ich schon recht. Aber ich finde so, ne, Motorsound, Windgeräusche, das ist alles, was Emotionen bringt beim Gucken. Genau, das gehört dazu. Ja, vor allem auch Inhalt. Ne? Ja. Wenn ich da Musik reinpacke, da bin ich halt genau das, was ich nicht bin. Das sagen ja auch viele, du fährst immer die gleichen Strecken und sowas alles. Ich bin Motovlogger und da geht es für mich halt um die Unterhaltung und das Thema und um die Person, die da spricht und sowas alles. Wer das nicht gucken will, der braucht nicht gucken. Aber ja, es kommt immer darauf an, was man für einen Motovlog macht. Wenn ich jetzt einen Motovlog mache, wo ich die Umgebung zeigen möchte. Ja, genau. Dann ist das dann eine andere Sache, ne? Ja, und so einer bin ich nicht. Ich bin halt kein Touristenführer irgendwie oder sowas, sondern ich bin Motorvlogger. Hast du gehört? So einer ist er nicht. Ich bin nicht so einer. Jetzt lieber Junge. Also wenn man einen Motorvlog macht, wo ein Inhalt drin sein sollte, sollte dieser auch schon ordentlich sein. Wenn er jetzt irgendwie ein Reisevideo macht, wo er einfach nur zeigen möchte, wie die Umgebung gerade aussieht, wer du dich gerade befindest, dann ja, ist viel Gelaber, manchmal sogar Fehl am Platz. Ja, ja, aber das ist eine andere Art Video, ne? Ja, klar. Wenn er da irgendwo, wenn wir so unterwegs sind im Schwarzwald oder sonst irgendwas, dann passt das wieder rein, ne? Ja. Da willst du die Umgebung genießen, aber dann auch die Musik also mit den Motorgeräuschen so ein bisschen zusammen. Nicht Motor ganz aus und nur Musik an. Dann hast du ja nochmal so das Mittelding, ja, wo du dann redest, während du schöne Umgebung hast, einfach nur um das Gefühl, was du gerade selber so mitnimmst, mit der Umgebung einfach mal rauszuhauen. Ne? Ja, richtig. Halt zu vermitteln. Also Musik hat schon seine Berechtigung, aber halt immer nur kurz zu bestimmten Anlässen. Wenn du jetzt so ein Bikeporn machst oder sowas, natürlich gehört da Musik bei und so. Ja. Aber nicht irgendwie mit Motorvlog starten und dann am Ende nur noch 15 Minuten Musik. Ja. Dann lieber einen kürzeren Motorvlog. Ja, man kann natürlich dann halt schön mit den richtigen Worten auch Emotionen vermitteln. Ne? Ja. Da darf man auch reden. Aber auch nicht zu viel. Ja, der Bandit Biker, der hat jetzt so ein Testvideo gemacht, wo er in Harz war. Mhm. Und hat die ganze Zeit normale Motorvlogs gemacht. Und eins hat er mal gesagt, komm, ich mache jetzt mal eins so ein bisschen mit Musik dabei und sowas. Und da sagt mir mal, wie ihr das findet. Also ist ja nicht jeder meiner Meinung. Ne? Da sagen auch viele, okay, mit so Musik zwischendurch, da finden die gut. Ja. Ich sage ja nur meine Meinung. Ja. Ich will die auch keinem aufzwingen, sondern nur meine. Musst du jeder für sich selber wissen, ne? Genau. Gott sei Dank ist das Geschmackssache und hat nicht jeder den gleichen. Ja, wenn du mal die ganzen Motorvlogger so verfolgst, es ist schon sehr unterschiedlich, was die Leute für Content bringen und was die Auffassung von Content ist, ne? Ja. So, endlich wieder raus aus der Stadt. Ich bin nicht der Stadtfahrer. Ja, das passt auch nicht. Nein, Sabrina macht das immer gerne und zwingt mich ab und zu. Warum? Weil sie nicht genötigt, hier Kurven zu fahren? Ja, die ist auch immer neugierig und findet es dann cool und mit einem Päuschen an der Ampel und so. Bei euren Videos finde ich ja dieses Zusammenspiel zwischen euch schön, so vom Inhalt her. Ja, das ist genau das, was wir vermitteln wollen. Nicht irgendwelche Landschaften oder irgendwelche Sachen, sondern wir sollen die Videos gucken, weil die uns als Typen und cool und sympathisch finden und das, was wir machen und sowas und nicht unbedingt, wo wir sind. Irgendwie kratzt du mit dem Ton ab und zu noch. Ja, dann? Ab und zu kratzt du noch mit dem Ton. Ich probiere mal was, ja? Jawohl.
Ist noch einer da? Ja. Warte. Handy verbunden. Ist jetzt noch einer da? Sind sie beide weg? Jetzt ist Sonnport wieder da, richtig? Richtig. Jetzt holen wir deinen Kollegen noch dabei. So, jetzt bist du auch wieder da, ne? Jawohl. Ja. Alles klar. Alle drei zusammen. Ja. Hört sich auch ganz gut an. Bei diesen Häuschen, die da auf dem Rasen stehen, denke ich mir auch immer, da einen Sitzer reinstellen, wäre ideal. Ja. Ja, überall viel Holz. Was sagt denn mein Sprit? Ach, ich hab mal genug. Muss einer tanken? Ja? Muss wir hier? Haben voll. Okay. Wir haben voll getankt, ja. Bleibst du wohl stehen? Aber natürlich voll wieder toll. Ich hab einen Strich. Ich hatte noch Blinken gewartet und es kam und kam keine Tankstelle, aber voll coole Kurven. Und irgendwann kam dann eine Tankstelle, zum Glück, und danach kamen noch ganz viele andere Tankstellen. Ja, meistens so. Meistens ist die erste dann noch die teuerste. Ja, das war so, ganz schnell. Okay. Aber ich tanke ja momentan auch dieses Ultimate. Ja. Und ja, von daher war es schnell schon in Ordnung. Mach ich auch, wenn es geht. Entweder. Ja, Deep Power, wie das heißt. Ja, genau. Entweder meistens, also am liebsten Ultimate von Aral, aber wenn ich mal bei Shell bin, da geht auch das Deep Power. Genau, genau, so machen wir das. Und wenn man ganz abseits ist und hat gar nichts, dann aber zumindest Super Plus. Ja. Was anders kommt mir hier nicht in die Tüte. Was ist das denn schon wieder für ein Auto? 45 km/h Auto, was hier mit 55 die Kurven blästert. Oh. Ja, Mofa-Kennzeichen. Oder 50er-Kennzeichen. Ja, bist du mobil, aber schaffst günstigen Unterhalt. Ja, aber das ist so ein Auto, die mit 16 fahren kannst, ne? Mit 50er-Führerschein. Ja, stimmt. Ja, aber will man das? Auf jeden Fall hat er eine Perle neben sich sitzen. Ich schaffe mir auch eins. Ist doch was anderes wie auf dem Mofa. Aber ich glaube, die kosten noch 8.000 bis 10.000 Euro, diese Dinger. Ja, die Dinger sind nicht billig. Kann ich jetzt mal die durchgezogene Linie hier weggehen? Wer am Flirten ist mit der? Achso, ich darf das ja nicht thematisieren, ne? Oder das Kennzeichen ist so klein, das sieht keiner. Ja, jetzt aber. Alles noch frei. Alle wieder da? Alle wieder da. Alle wieder da. Alle wieder da. Gut. Wunderbar. Ein kurzes Stück hier Schnellstraße noch und dann sind wir da. Dann? Das ist kurze Stück Schnellstraße noch und dann sind wir da. Okay. Wo willst du? Ach so, rechts, ja. Ja, ab und zu ist er blinkfaul. Guck mal da, hinten war super. Ich dachte, wir müssen länger an. Das macht wohl mal linker aus. Ja, das geht bei meiner automatisch nach 300 Metern. Echt jetzt? Ja. Das muss ich auch haben. Das muss ich auch haben. Sagen, das muss ich auch haben. Da sind noch richtig die Begeisterung. Bloß nicht regnen.
Ja, so circa in der Mitte der Strecke ist das Kompostwerk, was du wahrscheinlich auch in unseren Videos schon ein paar Mal gesehen hast. Da treffen wir uns auch oft und sowas. Wollen wir da ein Dampferpause hier machen? Können wir. Wird auch wahrscheinlich das Video lang genug sein. Vielleicht machen wir noch ein zweites. Mal gucken. So, versuche ich mal ein bisschen rund zu fahren, dass ihr auch schöne Aufnahmen kriegt da hinten. Natürlich noch so ein Auto vor uns. Ja, sehen. Hier rechts an der Ecke halten wir an, wo das Motorrad steht da. Ein Moped. Ein Moped. So, beenden wir hier das Video oder? So. Mal ein kurzes Päuschen, dann gucken wir, ob wir ein neues machen oder ob wir ein Teil da dran hängen. Aber ich glaube, das war schon lang genug. Ja, ich könnte dann eine Verabschiedung machen. Würde ich auch sagen. So, meine Lieben, wir haben erstmal fertig, machen vielleicht noch weiter, aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da, würde mich freuen. Abonnieren wäre auch geil und schaut mal auf Instagram und Facebook vorbei. Da ist er. Da ist er. Der eine. Genau. Crazy Dude. In diesem Sinne, Leute. Ciao.